Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem neuen, zu meinem Far Cry 2 Let's Play. Und wir starten das Spiel auch gleich jetzt, sofort, weil ich bin von diesem Spiel sowas von begeistert, dass ich mich dazu entschlossen habe, jetzt noch eine Folge zu machen, weil ich kann es immer kaum erwarten, den nächsten Teil rauszubringen. Und es kitzelt mich immer sowas von in den Fingern, das Spiel nicht schon vorauszuspielen. Und wie wir gerade sehen, haben wir hier wieder einen Diamanten bei uns in der Nähe. Und den suchen wir uns jetzt erstmal. Weil ich will versuchen, in dem Spiel alles mitzunehmen, was geht. Da. In die Richtung müssen wir. Der scheint. Ach so, genau. Da ist die Hütte. Also wir mal gucken, ob wir da reinkommen. So, wollen wir mal gucken, ob wir das mit der Machete nicht doch irgendwie kaputt kriegen. Ah. Okay, Goodie. Also wie gesagt, mir macht das Spiel richtig Hammer Spaß. Am liebsten möchte ich ja. Nein. Oh. Das Radio ist kaputt. Wer hat dann das Radio kaputt gemacht? Nee, und zwar liegt es daran, damit das Spiel sowas von richtig Hammer Laune macht, möchte ich am liebsten jedes Mal ein einstündiges Let's Play draus machen, bis 1,5 Stunden, aber mein Renderprogramm macht da leider nicht mit. Ich habe es schon mal bei dem LPT Riders, da habe ich ein 1 Stunde 45 Minuten Video, das ist der erste Teil, der auch wohl nie rauskommen wird, da mein Renderprogramm es leider nicht zulässt, das zu rendern. Und ich habe doch schon mal versucht, ohne zu rendern, zu uppen hier auf YouTube. Bin daran aber leider gescheitert, weil erstens durch eine etwas mittelmäßige Internetverbindung und ich habe an dem Hochladen so roundabout eine Woche gesessen. Der Rechner, der lief unentwegt und da war er gerade mal bis zur Hälfte oben, weil das waren so roundabout, waren es bei 45 Gigabyte oder so. Auf jeden Fall war es eine ziemlich große Datenmenge. Zur Kirche gehen und Vater Malaya, die Band, das Band übergeben. Und dadurch, ja, und dann habe ich mir und kurz bevor das Video fast oben war, habe ich mir durch einen unglücklichen Zufall einen GVU-Trojaner auf meinen Rechner bekommen und da ich in den abgesicherten Modus gehen musste und einen Zurücksetzungspunkt wählen musste, ist der Upload dadurch in Mitleidenschaft geraten. Und deshalb wird dieser Teil auch wohl nicht mehr erscheinen. Das tut mir schon mal leid, deswegen. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung und hier ist schon wieder ein Diamant, wie wir sehen. Tja, und deshalb habe ich mich entschlossen, hier Far Cry zu machen und bin
richtig angenehm überrascht über dieses Spiel. Deswegen, also ich kann es immer kaum erwarten, den nächsten Teil zu machen. Da ist der Diamant irgendwo beim Auto. Da, ich sehe ihn schon von hier. So. Okay, jetzt haben wir 7 Diamanten und sie haben 3 von 21 Diamantenkoffer gefunden. Wie gesagt, also ich werde größtenteils versuchen, alle Diamantenkoffer zu finden hier in dem Spiel. Ich weiß nicht. Gab es zu dem Zeitpunkt schon Achievements oder sowas? Wo denn halt kam, sie haben das Spiel so und so durchgespielt. Oh. Das ist eine waffenfreie Zone, so wie das hier ausschaut. Also müssen wir uns wohl oder übel mit äußerster Vorsicht hier in dem Gebiet bewegen. Ich gucke mal hier, wo es hier lang geht. Nirgendwo, okay. Ich denke mal, da kommen wir auch später noch hin. Ah, wieder die tollen Autofahrskills. So, und dann werden wir jetzt... Oh, hier ist noch ein Koffer. Dann ist das unser Fehler, der scheint wohl hier in dieser Hütte zu sein. Ich werde dann erstmal den Wagen hier parken. Und wir werden zu Fuß weitergehen. So, hier irgendwo scheint dieser Koffer zu sein. Da, vielleicht in dieser Hütte hier. Aber das ist eine, ja, rot. Die Truppen der Fraktionen werden auch in einer Waffenstillstandszone das Feuer auf sie eröffnen, wenn sie ein Sperrgebiet betreten. Dieses Gebiet finden sie auf ihrer Karte. Sie wurden gewarnt. Okay. Das sind denn wohl diese? Ich hoffe mal. Ein Schritt weiter, letzte Wahl. Ja, okay. Kacke, ja. Wie kriege ich denn jetzt deinen Koffer da vorne? Vielleicht so? Okay. Jetzt haben wir ihn rausgeklaut. Okay, das war ja schon Assassin's Creed mäßig, was? Gut, dann gehen wir mal weiter zur Kirche und werden uns erstmal um diesen Vater da kümmern, der uns denn halt die Tabletten gibt. So, okay. Lalalalalala, weiterlaufen. Hier mal nach rechts gehen. Links, meinte ich. Okay. Kleines bisschen aufgeregt bin ich noch immer, wenn ich aufnehmen tue. Aber das ist ja normal sowas. Okay, dann wollen wir mal in die Kirche rein. Komm, mach auf hier. Ach so, ja. Das heißt, wir müssen vorne rein. Beim ersten Mal bin ich auch um die Kirche umhergelatscht und habe den Eingang zuerst nicht gefunden. Aber wir haben hier gerade noch einen Diamanten. Wollen wir mal kurz gucken, wo der ist. In welche Richtung der liegt. Ansonsten schnappen wir uns erstmal den hier in der Hütte, scheint das Ding. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich diesen Diamanten beim ersten Mal auch... Ach, scheiße, falscher Knopf. Ja, das ist klar. Okay. Ich bin ja schon weg. Irgendwie bin ich schon weg. Scheiße. Och, verdammte Axt. Ja. Entschuldigung, das war die falsche Taste, die ich gedrückt habe. Och, Kacke. Ja, komm. Helf mir. Da sind noch jede Menge. Check deine Ausrüstung. Pistole, check. Ja, mach ich doch. Gott. Okay, und so sieht's aus, wenn man von einem Kameraden
befreit, beziehungsweise wenn ein Kamerad einem hilft. Wie gesagt, im ersten Spiel, wo ich es angezeigt habe, da waren es halt zwei Kerle. So, dann wollen wir mal wieder dahin. In diese Waffenzone. Das war jetzt nur nicht so geplant, wie ich es eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich auf meine Machete umwechseln, aber tja, hat wohl irgendwie nicht funktioniert. Also machen wir das Ganze eben noch einmal. So. Wenn ich mich recht entsinne, geht sowas auch momentan immer nur einmal, dass einem ein Kamerad hilft. Aus der in eine waffenfreie Zone zu katapultieren oder schweige denn zu helfen. Das kann man aber wieder da, also soweit wie ich das schon mal mitgekriegt habe, kann man das wieder aufladen oder geschweige denn. Nee, brauchst du nicht. Zurücksetzen, wenn man hallo, schlafen geht, genau, das wollte ich sagen. Schlafen geht. So. Und jetzt holen wir uns erstmal den Diamanten. Ich muss auch noch mal kurz das Haus finden, in dem das war. Und zwar bekommt man den Diamanten, wenn man. Ah, wo ist jetzt diese blöde Holztreppe, ey? Hier war es nicht. Sind wir gerade nicht in der Nähe von dem Diamanten, oder? Kann das sein? Nee. Na gut, laufen wir da nochmal rum. Wir haben ja Zeit. Eck kann warten. So, laufen wir nochmal hier rum. So. Was? Was ist so scheiße? Hallo? Hier war's nicht, hier war's nicht, hier war's nicht. Wo hatte ich denn jetzt den Molotow-Cocktail geschmissen? Bei welchem Haus? Okay. Wo war's nochmal der Diamant? Ach, da. Jetzt blinkt das Ding wieder. Ich will Diamant. Will Diamant haben. Arschloch. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber... bisschen aufgebracht. Ach, ey. Dreh gleich durch. Sag mal, wo ist denn dieses... bläde Haus schon wieder? Ja, wo war jetzt dieses Haus gewesen? Gehen wir doch einfach mal zur Kirche noch mal zurück. Und machen hier weiter. Genau, hier ist die Kirche. Dann sind wir hier rumgegangen. Dann hier rum. Dann darum. Hier ist der Eingang von der Kirche und wir müssen irgendwie aufs Dach kommen. Los, rein da. Okay. Wir müssen hier irgendwie aufs Dach von der Kirche kommen. Ich weiß, hier war auch noch irgendwo eine Treppe oder eine Leiter. Komm bloß nicht zurück. Ich komme zurück, wann ich will. So, okay. So, guck, da bin ich schon wieder. Hehehe, Idiot. Okay, so. So. Ach.
Tja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, warum ich auf einmal diesen Eingang nicht mehr finde. Aber es ist auf jeden Fall... Muss hier in so einer Seitengasse eine Treppe sein, wo man hochgehen kann. Oder war das hier gewesen? Was ist das? Warum zeigt das Radar in diese Richtung? Komm, kommt man hier rauf? Ach ja, hier. Genau. Ich glaube, hier sind wir jetzt schon fast richtig. Genau, hier ist dieses Hotel, in dem wir gestartet sind. Und genau, von hier sind wir gekommen, wo wir halt unseren Anfall Malaria hatten. Dann müsste hier eigentlich noch... Hier sollte im Grunde eigentlich noch was umherliegen. Was es leider nicht tut. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht irgendwie aus dem Fenster rauskommen. Und zwar auf... Nee, nicht auf das Vordach, sondern... Oh, ich fahre mal kurz diese Karte weg. Genau, hier auf das Vordach. Müssen wir irgendwie raufkommen. Na. Jetzt komme ich hier nicht durch das Fenster durch. Scheiße. Keine Angst, ich finde den Weg zum Diamanten schon. Ich muss nur irgendwie hier raus kommen. Komm ich darüber? Ja, darüber gekommen. So. Okay, dann wollen wir mal hier rüber. Und dann... Genau, hier ist die Treppe, die ich gesucht habe. Und zwar gehen wir jetzt... Ups. Gehen wir hier rauf und springen dann einmal hier rauf. Einmal hier rauf. Dann geht das gleich hier. Oh, scheiße. Okay, nochmal. Nochmal das Ganze von vorne. So, hier ist die Mauer. Dann da ist der Innenhof und da ist die... Genau, das Ding habe ich die ganze Zeit gesucht. Erinnerst du dich an Trevor's Knie, wie es nach der Flussdurchquerung angeschwollen ist? Ja, wie eine Melone. Was ist damit? Der Doc hat es heute Morgen punktiert. Und? Maden, hunderte von Maden kam aus seinem Knie. Sah aus wie ein Schwein. Ja, ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Okay, oh, diese Antenne stört. Oh, schon wieder nicht. Okay. Okay, sowas kann auch mal passieren, ne? Dass man vielleicht mehrmals ansetzen muss. Hui. So. Ach. So. So, jetzt. Okay. So, hier sind meine Assassin's Creed Skills. Auf da. So, okay. Darauf. Und hierauf. Muss ich jetzt mal irgendwie sehen, dass ich da reinkomme in das Gebäude. Mal kurz gucken. Genau, hier scheint das Teil zu sein. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt dahin? Oder war das doch hier nicht übers Dach? Ich weiß es nicht mehr. Es muss hier irgendwie reingehen. Ich glaube, es geht hier irgendwo an. So. Wir gucken einfach mal. Ich
weiß nämlich nicht, wie man hier zu diesem Koffer kommt. Ja. Na gut, laufen wir erstmal zu diesem Vater hin. Ich lasse das jetzt erstmal mit dem Diamanten. Werde aber auf jeden Fall mich nochmal informieren, wie wir an diesen Diamanten rankommen, um euch das in der nächsten Folge zu zeigen. Oder in der übernächsten Folge, geschweige denn. So, wo ist das scheiß Loch im Zaun? Hier ist das scheiß Loch im Zaun. So, jetzt gehen wir um die Kirche rum. Ach. Bleib doch da nicht hängen, Mann. Okay. So. Dann wollen wir mal vorne rein in die Kirche, wa? Da, genau, da müssen wir rein. Dann erstmal hier wieder ein paar Spritzen nehmen. Zack, meine. So, und dann hören wir uns mal das Gerede von ihm an. Tut mir leid, wir halten derzeit keine Messen ab. Es geht Ihnen schlecht. Gehen Sie zum Arzt, bevor Sie einen Priester brauchen. Hat Ruben Sie geschickt? Er hatte etwas für mich. Tauschen Sie das gegen ja, natürlich doch. Ein Medikament. Hier, gib. Sie sollten sofort eine davon nehmen. Ja, dann gib her. Benutzen Sie H, um Malaria-Medikamente zu nehmen. Okay. Oh, lecker. Mmh, lecker. Props. Sie wirken nicht lange. Nicht alle meine Leute sind weg. Viele stecken in der Klemme, voller Angst, was passiert, wenn sie zu fliehen versuchen. Andere haben beschlossen zu bleiben. Wir helfen, wo wir können, und jemanden wie Sie könnten wir helfen. Bisschen verstopft noch. So. Okay, gut. Machen wir an der Stelle erstmal eine kleine Pause. Und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Far Cry 2. So, dann bis denn.